Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sim Airport mit Fabian LP. Ja, habt ihr gemerkt, dass ich immer am gleichen Abend meistens die gleiche Anrede nehme? Vielleicht dachte ich, jetzt mache ich wieder mal Hallo, aber nee, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Besser. So, wir sind hier immer noch bei den Pizzen. Ah, jetzt wurden sie ausgeliefert. Also, vielleicht laufen die Kunden auch davon, kann auch sein. Und der ist jetzt davon gelaufen wegen No Stuff. Die haben, ich glaube, ich stelle noch zwei ein, weil es kann sein, dass sie teilweise zu viel Arbeit haben, weil der Weg hier recht weit ist, obwohl eigentlich alles hier schön zusammen ist. Naja, so, ich habe mir gerade Gedanken gemacht und der nächste, wir haben ja jetzt überall ein bisschen optimiert, wir haben hier vergrößert, wir haben hier massiv vergrößert, also das reicht für ein Weilchen hier. Wir haben hier hinten Platz geschaffen, das Café größer gemacht, ein weiteres Klo gemacht hier, damit auch Leute, die frisch reinkommen, gleich hier mal aufs Klo können. Wie ihr hier seht, das sind aber eher Angekommene, glaube ich. Genau. Die gehen dann besser da als da, damit es da nicht so überfüllt ist. Und das nächste wäre eigentlich, dass wir hier ein weiteres Gate hinbauen. Das wäre so das nächste und wir bauen jetzt einfach mal los. Am besten erstmal das Einfachste, dass das keine Probleme verursacht, sagen wir es mal so. Das kommt so hin, gut. Dann hier beim Planning einfach mal wieder alles wegnehmen. So, denn ihr seht, wir haben, also die Landebahn könnte noch ein bisschen mehr ausgelastet werden. Und ich versuche es mal hier auch noch zu verbinden. Ich weiß eben nicht, wie es hier ist. Sagen wir es mal so. Weil die haben da immer wieder, ich sehe immer wieder Flugzeuge, die hier wenden und so. Vielleicht ist es auch sowieso noch nicht ganz so ausgereift. Kann auch sein. Ja, dass wir jetzt hier so breit sind, finde ich gut, denn ich hätte jetzt nicht gemacht, nur so ein schlanker Schlauch bis nach unten, nur dass wir möglichst viele Gates haben. Das bringt ja gar nicht. Sondern schon, dass hier... Ah ne, hier wollten wir was anderes machen. War das hier? Ne, das war hier. Dann werden wir jetzt da beobachten. Und wenn es den nicht braucht, dann werden wir den schnell mal in den Müll schmeißen. Weil da war gedacht, um wieder ein Hangar und ein Baggage Depot hinzubauen für die anderen drei Stationen hier. Und das sollten wir wahrscheinlich auch machen dann. 126.000. So, easy. So. Ist Mitternacht oder wie? Dass hier niemand mehr kommt. So, der fliegt. Also, ankommen tun sie sowieso immer oben, habe ich so das Gefühl. Ne, der nicht. Aber auch der fliegt ein bisschen hier nach unten. Der steigt auch da unten aus. Jetzt lassen sie erstmal die Passagiere raus, es steigen neue ein. Und dann seht ihr eben auch, dass... Ja, es macht Sinn, noch ein Baggage Depot zu haben, denn dieses viel näher hier unten einfach. So, der fliegt ab nach oben. Der fliegt ab nach oben. Man könnte immer noch hier einen Test machen. Da würde auch eine reinpassen, oder? Nee, gerade nicht. Ist natürlich doof. Und der fliegt ab nach oben. Der landet dafür von unten, aber fährt unten durch. Also faktisch, da ist jetzt noch keiner durchgefahren. Das war sowieso unsere erste Anbindung, die ich gar nicht wollte. Fällt mir gerade ein. Ah, da müssen wir demolisch. So, weg damit. Oh ja, und den neuen Raum vielleicht hier noch erschließen. So. Erstmal wieder den Standardboden und danach überlege ich mir mal wieder was fürs Design. Vielleicht ein bisschen mehr durchgedacht als letztes Mal. So viel möchte ich noch dazu sagen.
vielleicht. So. Also dann bauen wir jetzt als erstes mal hier ein Baggage Depot hin. Gerade hier als erstes nach dem Tower, oder? Ich glaube, es ist dazu gedacht, genau, es passt in ein Quadrat rein. Dann mache ich es mal hier. Oder hier. So sollte das immer noch reinpassen. Und es ist schön mittig. So. Dann brauchen wir hier eine Tür. Wie spät ist es? Wir könnten das schon morgen eröffnen, eigentlich. Weil so viel fehlt jetzt dann nicht. Wir machen es aber jetzt neuer, dass wir hier die Gate Agents eins weiter wegsetzen. So. Darauf möchte ich noch schauen. Ah, hier kann ich gerade nicht. Und auch die Warteschlange. So hinsetzen würden. So, das schließen wir mal das an. Und das einzige Problem, was wir haben, dass wir das noch anschließen müssen hier. Und da hätte ich jetzt erstmal so ein Hub gebaut. Und zwar reicht das 4er-Hub. Und vielleicht hier so irgendwo. Gut, wir brauchen erst da drüben wieder eines, eigentlich. Deshalb verbinden wir Pink auf Pink hier. Ja, und dann haben wir das eigentlich. So, mache ich das so hin. So, dann ist das eine grüne Verbindung, wie ihr seht. Und dann habe ich das Ganze natürlich falsch gebaut. So. Ist toll zu sehen. So. So stimmt es nämlich. Dann können wir nämlich so rumgehen. Dahin. Und vom Blauen aus. Dahin. Gut. Angeschlossen. Gate Agents stehen auch da. Schließen wir an das Ganze an hier. Stellen noch zwei weitere Mitarbeiter ein. Obwohl, ne, ich schaue zuerst mal, ob wir... Wir haben 15 Staff. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Theoretisch, ich müsste noch einen einstellen. Und dann soll es aufgehen. Oder habe ich was übersehen? Doch, der macht sich auf... Ne, das ist ein Putztrupp. Hm. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, wir können es natürlich erstmal von dem Hangar hier betreuen lassen. Und das werden wir auch. Okay, das heißt, wir können noch Flüge annehmen. Es ist übrigens die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ich muss mich dazu zwingen. Weil, ja, sonst spiele ich hier wieder ewig. Und so viel kann ich gar nicht mehr rendern, bevor ich gehe. So, eine Boeing 707, das wäre doch mal toll, denn jetzt haben wir ja die größere Landebahn. Die nehme ich an. So, für die Nacht. Hier. Das wird unser Nachtflug hier. Müssen wir aufpassen, denn jetzt können wir die größeren Flugzeuge annehmen. Das natürlich auch hat auch Gefahren, sagen wir es mal so. Also Sparkjet hat jetzt noch 4 im Angebot. Eine 707 am Morgen und eine 707 am Mittag. So. Und ich werde jetzt erstmal nicht zu viele, wie beim letzten Mal, nicht zu viele machen, und nächstes Mal sage ich dann, das war shit. Das machen wir jetzt sofort anders. Ne, aber erstmal besser so. Nicht, dass der Flughafen dann gerade überlastet ist irgendwie. Gut. Alles, was wir jetzt noch machen könnten, weil für morgen sind da Flüge geplant,
wäre einen weiteren Hangar bauen. Und da muss ich erstmal schauen. Der kostet 38.000 und der kostet 76.000. Den könnte man vielleicht auf der Seite hier testen. Und 6 Gates haben mit 5 Plätzen. Das wäre vielleicht da möglich. Hier auf der Seite haben wir erstmal 3 und 3. So. Gut. So. Ich muss gerade kurz lachen, sorry. Naja. Wo man recht hat, hat man recht. Was habe ich hier schon wieder gebaut? Es gefällt mir wieder überhaupt nicht, was ich hier gemacht habe. Es gefällt mir nicht. Was mache ich hier? Können wir über Nacht diesen Tower? Wie viel kostet der Tower? 30.000. Okay. Ich schaue diesmal auf die Schönheit. Und deshalb muss ich leider sagen, der Tower muss leider weichen. So, und haben wir genügend Bauarbeiter? Ich hoffe es. Wir bauen da einen neuen Tower. Kostet uns halt was. Brechen den ab hier. Können wir den einlagern? Oh ne, besser erstmal stehen lassen. Nicht, dass alles zusammenfällt hier. Und wir können hier Bänke bauen. Habe ich ganz vergessen. Es soll ja unseren Passagieren gut gehen. Und ich weiß, ich spiele immer mit diesen Krediten. Ich habe es aber schon mal gesagt, warum. Weil es einfach für ein Let's Play am besten ist, wenn ich ständig Geld habe. Also wenn ich ständig hier da was bauen kann, da was bauen. Und dazwischen können wir dann das Geld wieder verdienen, wenn ich mal was Ausführlicheres erzähle oder erkläre. Dann ist es sehr gut möglich, dass ich wieder mal ja, ein bisschen weniger bauen kann. Oder wir stehen halt die Zeit höher. Das ist auch eine Option. Dann erhalten wir auch mehr Geld in der Zeit, als wir überhaupt ausgeben können. Zumal wir jetzt noch 3 Flieger mehr haben heute mit 3x 180 Passagiere oder bis zu 180. Sag's mal so. Da ist mir sicher passiert. Da kommen schon die Leute. Hier kommt er um 4.45 Uhr. Das ist nicht allzu früh. Aber ich weiß jetzt schon, dass es unseren Flughafen hier in Probleme bringen wird. Und das ist jetzt so das Spark-Jet-Gate. Oh, der steht. Dann machen wir den weg hier gerne. Da kommt der erste Spark-Jet hier an für uns. Da ist aber auch noch einer, nicht vergessen. Der bringt wie viele Leute mit? Oder wie viel nimmt er mit, besser gesagt? Und ich weiß, eng, eng, eng. Überall ist es hier eng. Naja. 158 hat er mitgenommen. So, und wir können jetzt hier den... Können wir ihn bauen? Nein, das, diese Scheiße hier muss auch noch weg. Am besten gleich hier, denn das Feld ist ja sowieso schon verbockt. So, und jetzt gleich hier neben das Band. Schön mittig drauf. Gut. Da haben wir unseren nächsten Hangar. Und jetzt, wie ihr seht, also jetzt werde ich ja gerade nicht mehr so viel bauen. Deshalb wird sich jetzt der Kredit quasi von alleine wieder zurückzahlen. So, hier fehlte eine Person. Jetzt ist es gekommen. Oder die Person ist gekommen, besser gesagt. So. Ich werde erstmal nur 2 kaufen. Sollte ja erstmal reichen. Und jetzt sollten... Übrigens möchte ich hier mal schnell auf das hier stellen. So. Weil jetzt haben wir nochmals 180 Passagiere pro Tageszeit mehr. Das gibt dann schon einiges mehr, wenn im Bus... Ich weiß nicht, wie viel im Bus Platz hat. Dann sollten wir mal noch hier die... Das Road Building erforschen, damit wir die abgegradeten Busse...
steht das hier, wie viele Busse Platz haben? Ja, 75 haben sie. Und danach haben sie mehr Kapazität. Aber, da seht ihr, mehr als zwei Busse müssen fahren, nur für einen Flieger hier. Und deshalb ist es gescheiter, wenn der ein bisschen öfter kommt, sage ich mal. So, was mir jetzt am Ausgang hier nicht gefällt, einerseits, dass es hier natürlich eng ist, das habe ich schon mal gesagt, dass jetzt das Klo so hoch ist. Es wäre auch eins tiefer gegangen, glaube ich. Naja, ist halt so. Gerade. Es nur am Anfang. Ich werde es noch schön bauen. Und diesmal werden wir es, glaube ich, auch durchziehen. Und hier alles ausbauen. Weil ich zuversichtlich bin, dass bis ich da bin, wird ein neuer Patch da sein, wo auch vieles anders ist und neuer ist. Und noch ein paar Neuerungen da sind und auch, ja, vielleicht die Performance ein bisschen besser ist. Ich bin einfach mal zuversichtlich. So, unsere kleine Bar, die wird langsam ein bisschen, ja, zu wenig. Ah, immer diese S. Ich schaff's schon nicht. Ah, hier hätte es noch ein Clear. Für die Leute, die es nicht checken. Okay, nach der Bar kommt natürlich an meiner Position zuerst mal der Dessert-Kiosk. Also, das, wer mich kennt, das ist so. Und wir sehen es wieder mal nicht. So, hä? Und den stelle ich jetzt mal dahin. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen weit abgeschlagen, aber wenn ich ihn dahin stelle, dann kommt er schon wieder in den Weg hier. Und wir, ich meine ja, wir haben hier auch eine Maschine, die hier sehr viele Leute mitnimmt. Also ihr seht, der halbe Flughafen ist voll von denen. Die verstopfen das Klo, die Bar, die Warteschlange, sind im Café, überall. 141. Nicht ganz voll, hä? So, da sehe ich ein bisschen eine Optimierung. Und zwar, wenn ihr das so machen, dann können die Leute, müssen die nicht um die Kurve laufen, weil viele kommen von oben, wie wir hier sehen. Ebenfalls hier. So. Da geht natürlich sowas hier nicht. Jetzt möchte ich gerade mal die hier schauen. Ja, da seht ihr, bis das Boarding beginnt, füllt sich die Schlange nur bis zur Hälfte. Bei so einem Flieger jetzt. Das sind 54 Leute. Ja, gut. Aber wir haben alle Flieger abgefertigt. Es kommen alle morgen wieder. Das sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir wieder 160.000. Da zahle ich erstmal wieder zurück. Bevor wir hier noch die Infrastruktur bezahlen. 7.999 plus beim Retail, da wird jetzt noch ein bisschen abgezählt, das weiß ich. Aber auch hier, Terminal 230.000. Naja, wenn man es hat, dann hat man es. Die Fluggesellschaften auf jeden Fall. Also, ich würde ja gerne hier noch Air Berlin sehen oder so. Aber ob die es hier reinschaffen, ob die sich das leisten können, 60 pro Person, das wird knapp. Nee, tut mir leid. Aber naja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme von Sim Airport. Seid auch da wieder dabei. Ich sehe euch da wieder. Bis dahin. Tschüss.